Grüß Gott nach Deutschland, in dem Fall nach München. Der Jens berichtet ja sonst immer aus seinem Stadtteil in München, Pasing. Und heute befinde ich mich mal an einem alten Bahnhof. Und man kann auch, oder besser gesagt, für Freunde und Liebhaber der sogenannten Lost Places, befinde mich hier in Nordwestalbanien, in der Kleinstadt Leje, unweit des kleinen Küstenortes Zhengzhin. Und hier, was ich sozusagen hier von Einheimischen in Erfahrung bringen konnte, ob das jetzt mit der Übersetzung dann ich so richtig verstanden habe, ja, wurde diese Kleinstadt, ungefähr eine Autostunde von Tirana entfernt, erst so in den 60er Jahren, also in Kommunismuszeiten, an das Bahnsystem angeschlossen und in Betrieb noch relativ lange, bis so Anfang der 90er Jahre, also dann mit dem Fall der Mauer und eben auch des Eisernen Vorhangs im kompletten kommunistisch geprägten Balkangebiet, bis hier runter eben, ist das eben hier dann dem Zerfall ausgesetzt. Hier gegenüber klar, sind die Anwohner noch gemütlich in der kleinen Heisel. Da hinten auf den Berghängen wohnen eben da auch die ganzen Einwohner und Anwohner. Das, die Stadt, wie auch anliegende Städte, wurde mal Anfang der 1970er Jahre von einem wirklich schweren Erdbeben getroffen. Da hat es dann mit Sicherheit auch schon mal den Bahnhof durcheinander gerüttelt. Relativ viel Todesopfer zu beklagen bei diesem Ereignis, ich glaube 72. Ich muss nochmal nachschauen. Und was nun hier noch übrig steht von dem Ganzen, hier als Eindruck. Bahnhof in Leje, Albanien, im Nordwesten von Albanien. Ja, hier war mal der Aufenthaltsraum, die alten Plastikstühle, alten Eisenstabgitter hier, die Schalter- und Ticket- und Empfangshalle. Nun wächst das hier auch langsam eben alles, innen wie außen, holen sich die Pflanzen und die, vor allen Dingen die Wucherpflanzen wie das Efeu, solche Gebäude eben relativ schnell ein. Da drüben verlaufen die alten Bahngleise. Geplant ein neuer Anschluss wäre ja eigentlich, weil unweit wirklich ein Touristenörtchen mit Namen Zhengzhin sich befindet, wäre lobenswert, aber dafür fehlt Geld. Und in der Europäischen Union ist Albanien ja noch nicht, also wird das Ganze auch nicht finanziert werden können. Rumänien ist ja schon drin seit 2007, Bulgarien auch. Albanien ist wohl Anwärter, aber das soll wohl erst, was ich da mal gelesen habe, mit EU-Beitritt maximal 2030 stattfinden. So viel jetzt mal hier, kleiner Eindruck. Ja, im letzten Eck sozusagen, nördlich von Albanien, Leje, ein Besuch wert. Legendär ist diese Stadt geworden durch den Nationalhelden, ich nenne ihn immer lustigerweise den Dracula von Albanien, den sogenannten Georges Kastrioti, auch im Kampfe gegen die Invasoren der Osmanen, ich glaube so um 1460, 1480 war dieser Mann aktiv, wurde einst von den Osmanen als Kind entführt, Kindesraub hat man das genannt, dann hat dieser Sultan damals, der da regiert hat, den fit gemacht, im Kampf, um Europa einzunehmen. Und dann hat der Mann sozusagen eine Kehrtwende gemacht und hat sein eigenes Volk unterstützt und hat dann auch diesen schönen kämpferischen Namen Skanderbeg bekommen. Monumental auch hier eine Gedächtnisstätte. Der Jens aus München, ursprünglich aus München, jetzt in Albanien. Vielleicht kommen noch ein paar Clips. Pfiat euch!